Hallo, ihr werdet mich jetzt öfter in dieser Perspektive sehen, denn ich mache einen kleinen Reisepodcast von einem meinen Reisen. So, jetzt bin ich gerade in Halle. Also, was habe ich die Woche gemacht? Ich habe mit Yoshi Video geschnitten. Am ersten Abend waren wir in Yoshis Uni. Da war so eine Unifeier, zwei Bands aus Slowenien rangekarrt. Die waren ziemlich cool, ich habe es auch aufgenommen, aber ihr seht die Aufnahmen. Ja, die Kamera ist für Nachtsaufnahmen nicht so richtig geeignet, deswegen werde ich davon wohl eher erzählen, als das euch so zeigen zu können. Ja, sonst viel geschnitten. Innen und außen. Hier austauschen? Nee, das ist von draußen dazu. Ja, ich habe noch innen und außen, dass sie so verdammt ist. Kommen dann später zwar noch mal ein paar Außenszenen, aber das ist ein bisschen langweilig. Die können weiter setzen. Video ist fertig geworden, wie gesagt, ihr könnt es euch da unten angucken, sobald es online ist. Freunde Besuch gegrillt. Einmal waren wir auch feiern im Labim. War ziemlich voll, weil es war auch 1. Mai, aber war ein netter Abend. Und jetzt geht's weiter nach Berlin. Ich bin jetzt gerade auf der Autobahnraststätte. Wurde hier mitgenommen beim Trampen, habe ein kleines Schild gebastelt. Und es geht weiter nach Berlin. Wie ihr seht, ich habe es nach Berlin geschafft. Und ich bin jetzt so schick angezogen, weil ich heute zu einer Hochzeit von einem Kumpel von mir gehe, dem Markus, den ich von Lügen mit einer Mission noch kenne. Wir wollen ja immer noch nicht mitgehen. Ja, mit dabei sind und wir uns hier sehen und mit euch feiern können. Wie ihr seht, bin ich wieder in Dresden angekommen. Die Zeit in Berlin war ja ganz cool, die Hochzeit war ganz nett und ich war da noch ein bisschen bei Axel und ja. Und das Zurücktreppen hat auch super geklappt. Ich habe eine Minute gewartet. So. Ja, und ja, auf diesem Kanal werden dann öfters mal neue Videos erscheinen zu irgendwelchen Reisen, mal sehen, was da noch kommt. Lasst euch überraschen. Es wird auch noch ein paar Classics geben von Reisen, die ich vor Jahren mal gemacht habe, wo ich noch ein bisschen Videomaterial, was noch unverarbeitet ist, habe. Ja, mal schauen. Also, stay tuned und bis zum nächsten Mal, ne?